Eins, zwei, drei. Deckhorn. Hey. Brrr. Ich einfach aus, die ganze Zeit so richtig schnell drauf. Ist. Eifrig. Ja. Oh, Alter. Gib mir deine goldene Leiter. Ja, klar, Digga. Was war dein Portal? Shit. Spandauer, was ist euer Handwerk, ne? So. Ahu. herzlich willkommen zurück zu Hart, aber herzig. Mit Kalle ohne Sterzig. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist er nicht dabei, du. Das ist, ich bin ja so froh, dass wir beide mal wieder mal zusammen hier alleine was machen. Ja, es ist tatsächlich, einiges passiert natürlich weiterhin beim Spendenstand. Ich würde die angehandelt von Henno. Wir sind im zweiten Akt. Ich schaue nochmal eben, ne? Hier Level 21 sind wir beide. Aber vorher noch ein paar organisatorische kleine Details für euch. Wir sehen hier, 25.000 Euro wurden geknackt. Das ist löblich. Vielen lieben Dank weiterhin hier für die ganzen Spenden. Und da haben wir jetzt auch das Ziel für heute, tatsächlich, oder das Handicap für heute schon erweitert. Ihr seht's. Nach Würfelwurf wird ein zufälliges Item abgeworfen. Und ich werde jetzt hier gleich für Max und mich würfeln. War übrigens ein Vorschlag unter meiner vorletzten Folge oder unter deiner. Ja. Da war das Top-Kommentar. Geil. Fand ich eine super gute Lösung, weil wir ja so Struggle haben, ja, immer bestes Item abwerfen. Ja. Stimmt und schon, Progress, das ist da dann Kacke. Genau. Und deswegen gibt es jetzt einen Würfel, einen zehnseitigen. Vielen lieben Dank an online-würfel.de, dass ihr das möglich macht, dass wir jetzt hier online würfeln können. Denn es gibt, soweit ich weiß, ich schaue lieber nochmal nach, 10 Slots. Wir haben hier quasi Schwert, ne, Stahljunge. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, wir müssen jetzt uns nur entscheiden. Das machen wir gleich, welcher Slot was ist. Aber vorher noch eine kleine Sache in eigenem Zwecke. Denn wir haben ja so ein bisschen immer wieder angeteasert, dass wir uns freuen würden, wenn es so ein paar Intros oder generell unter dem Hashtag Herzig, Clips oder sowas gibt. Hier ein sehr schöner Tweet von Hand of Blood. Gestern Abend hat er schon wieder verkackt. Junge, ich habe privat zu Hause gesessen, dachte, komm, ich spiele mal die Zauberin parallel auch mal. Ja. Als Offline-Charakter, weil mein Internet weg war. Gestern in unserer Zeit war WhatsApp, Facebook, Instagram down. Und mein Internet. Und ich hockte im Offline-Modus, denk so, ja geil, dann fahre mich jetzt die Gräfin komplett kaputt. So, und nach dem zweiten Ding ist dann schon alles gedroppt für die Brust, also hier Verstohlenheit und den Stab. Ja. Und ich habe ungefähr eine Viertelstunde den Shop aktualisiert, dann sehe ich diesen Stab, denk so, geil, baller da alles rein, scheiße. Vor allem, was richtig krass ist, der hatte schon plus eins zu Feuerball, das hätte gesteckt. Das wäre eigentlich voll gut gewesen. Ja. Aber dumm. Das ist schon nice. Ja, ich fand es sehr amüsant. Ihr könnt weiterhin und sehr, sehr gerne, ihr habt es jetzt auch vor diesem Video gesehen und bei der letzten Folge bei Max. Wir haben jetzt schon mal ein, zwei Intros bekommen. Da geht aber noch was, ne? Ich stelle mir halt vor, wie Max als Deckard Cain da irgendwie durch die Landschaft läuft. Oder, dass ihr irgendwie, nimmt doch gerne einfach. Man kann ja auch die Cinematics nehmen von. Und unseren Kopf drüber, ne? Ja. Die gibt's auch alle auf YouTube hochgeladen. Ja, und damit so einer schönen 16-Bit-Version, Tristram-Sound oder ne, hier Epidemic-Sound komplett. Da gibt's auch tatsächlich geile 8-Bit, 16-Bit-Songs. Könnt ihr schön abusen alles, ne? Macht da schön so ein Trigger-Video. Das fände ich schon ganz geil. Ja, Max. Demnach müssen wir leider. Ach, wir haben ja noch das mit Sterzig. Was denn? Bei 15.000 Euro. Wir hatten ja gesagt, dass Sterzig vorbeikommt. Ja, aber also schneid mal bitte jetzt raus. Ich würde sagen, wir tun einfach so, als ob wir das vergessen haben. Ja, ich würde auch sagen, also der kann jetzt ja jetzt nicht auf einmal vorbeikommen und sich hier neben mich setzen und für mich spielen. Ja. Nee, nachher sterben wir auch. Stell dir mal vor, wir sterben wegen dem Idiot. Ja. Deswegen macht er aber eigentlich nicht mit. Deswegen wollten wir das machen. Ja. Ja. Ah, nochmal herzlich mit Henno! Und Sterzig. Ey, ich saß nicht mehr dabei. Er sitzt so die ganze Zeit in der Ecke. Einfach so 6 Minuten, so wann ist mein Einsatz? Ja, wir haben es ja versprochen, dass wir die Bestrafung oder das Handicap Sterzig spielt für einen von uns Diablo. Max hat vor 3 Folgen oder so, glaube ich, die Münze geworfen. Ich habe gewonnen.
Lucky you. du hast tatsächlich noch nie... Oh, dieses Mikrofon, das knistert heute ein bisschen, ne? Das fummeln wir nachher mal ein bisschen. Ja, aber das ist doch die Spannung in der Luft. Genau. Das zwischen uns knistert. Ja, ja, das ist richtig. Wir beide sind komplett durchgeimpft, falls ihr euch jetzt irgendwie wundert oder was, ne? Alles safe. Aber du hast ja wirklich noch nie Diablo 2 gezogen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Null. Also ja. nicht mal wirklich eure... Ich habe nichts gegen auch euch. Auch Hack and Slays, ne? An sich, ne? Nee, überhaupt nicht so wirklich. Ja. Nee. Ja. So RPGs und so zwar schon, aber... Sowas. Keine Ahnung. Das Ding ist ja, das Besondere bei diesem Game ist ja so ein bisschen, es kommen irgendwann die Massen auf einen zu und dann kann es mal kritisch werden. Ist Hardcore, oder wenn du verreckst, muss ich in die Havel aber springen. Aber ist es auch Schwierigkeit Hardcore? Gibt es sowas? Oder? Nee, es gibt tatsächlich Schwierigkeitsgrade. Ja. Allerdings sind wir noch auf dem einfachsten, weil Diablo 2 funktioniert so, dass man die Schwierigkeit erhöht, wenn man es einmal durchgespielt hat. Da kommen wir aber gleich zu. Wir müssen jetzt nämlich noch würfeln. Du hast es ja eben schon mitbekommen. Ja, ja, ich saß in der Ecke. Mit online-würfel.de werden wir jetzt schön unser Item danke nochmal. Ich würde nur gerne noch einmal festlegen, welche Position welche Zahl bekommt. Und ich denke mal, dass die Hauptwaffe ist die 1. Ja. Das Schild oder das, was immer zweiten hat, die 2. Die. Und dann würde ich einfach runtergehen. Schreibst du das auf oder? Ich merke mir das jetzt. Oder? Okay. Müssen wir uns ja nicht aufschreiben. So, die 3 wäre dann der Helm, die 4 das Amulett, 5 die Brust, die 6 haben wir dann die Handschuhe, 7 der linke Ring, die 8 der rechte Ring, die 9 der Gürtel und die 10 die Schuhe. Ja? Hä, hey, warum machst du nicht einfach von links nach rechts? Ich wollte gerade sagen, also es wäre easier jetzt. Also die beiden tauschen hier. Ach komm. Mach jetzt einfach, also, mein Gott. Also reicht's jetzt schon. Ja, gut. Also, dann nochmal. 1 das Schwert, 2 das Schild, 3 der Helm, 4 das Ammo, 5 die Brust, 6 die Schuhe, Handschuhe, linkes Ei hier. Die 7, der Gürtel die 8, so. Linkes Ei. Rechtes Ei ist die 9 so. Und die Schuhe die 10, Junge. Hammer. Gut. Okay. Ja, herzlichen Glückwunsch, Kalle. Ja, ja. Gut, ich würfel für uns beide, oder? Ja. Gut. Ja. Stellt sich darf entscheiden, für wen zuerst gewürfelt wird. Für dich. Was wäre für dich das Schlimmste, was hittet? Helm, also 1 oder 3 wäre das Allerschlimmste für mich. Ja, wobei 1, 2, also 1 bis 3 ist, glaube ich, das Schlimmste für mich. Gut. Okay. Okay. Es gibt keinen Probewurf, ne? Darf ich drücken? Du darfst auf den Würfel drücken. Oh, ene mene mu. Probewurf. Und raus bist du. Oh mein Gott, das wackelt sich. 8! Die 8. Die 8 ist richtig nice. Ring oder ist der Gürtel. Der Gürtel ist bei mir raus. Oh nein, das ist. Oh. Das ist entspannt. Das ist super entspannt. Nein, überhaupt nicht. So, das bei mir diese. Wieder wegfliegt, ey, wie geil. So, jetzt. Das ist ja übel, machen wir hier mal dicht. So, dann stellen wir uns direkt. Oh, sorry. Du hast ja auch schon. Ach so, nee. Ich dachte, wir würfeln nacheinander. Aber, okay. Hey, du hast doch eben extra gefragt, ob ja. du beide würfelst. Ja, hast ja recht. Ich dachte nur beide nacheinander. Aber so ist auch okay. Nee, dann schmeißt du den jetzt weg. Vor allem, ich darf ihn dir mal kurz angucken, ne? Den ja, hat, ja. Der ist so. Der geil. Andere Gürtel ist übrigens auch von mir. Ja, ja. Als du den hier bekommen hast, hast du mir den gelben gegeben. Also, ich habe eigentlich keinen Verlust gemacht. Das ist mega nice. Ja, dann würfeln wir doch gleich nochmal. Das ist mega nice. Ne, wieso nochmal? Nein, ne, wirklich. Ja, also, vielen Dank an online-würfel.de. So, lass zocken. Genau, ja. Sterzig. So, ich muss jetzt ja die ganze Folge für dich spielen. Du spielst jetzt die ganze Folge für mich. Ich habe keine Ahnung. Das wird und wenn Sterzig stirbt, wird Kalle bestraft. Ja. Also linksklick bewege ich mich. Genau. Gedrückt halten. Nee, jetzt hast du den Gürtel aufgenommen. Drück gedrückt mal I. Halten. Entschuldigung, drück mal I. Schmeiß den Gürtel weg. Den direkt hier weg ist. Okay. Du kannst aber gedrückt einmal, halten. Genau. Du kannst einmal Alt auch drücken. Aha. Ist das hier Max? Ja. Drück mal Alt. Dann siehst du immer die Items, die irgendwo rumliegen zum Beispiel. Bei I kriegst du die Scheiße hier weg. Aha. Das ist nämlich dein Inventar. Ja, 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 ich weiß. Und. Oh, ich hab richtig Schiss, dass das nichts ist. Also, das Wichtigste, was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist, dass du nicht stirbst. So. Ja, aber ich muss jetzt, ja irgendwas machen, um nicht wir zu kaufen sterben. Jetzt erstmal Gürtel. Genau, wir gehen jetzt mal hier zu der Frau. Die Fahrer, die hat nämlich schön was im Gepäck. Genau, handeln. Kennt ihr von damals Fahrer und Fu? Ja. Geh mal auf Rüstung. Und jetzt guckst du mal da unten die beiden Gürtel an. Den an links daneben auch noch. Okay, ja, nimm den mal mit. Den hier. Ja, den kannst du jetzt einfach. Ja, genau. Den ziehst du jetzt direkt an. Dann drückst du mal die Shift-Taste. Die Shift-Taste und klickst alle Tränke einmal an. Dann packst du die nämlich in den Gürtel zurück. So. Es gibt. Das wird nix. Das wird nix. Aber das Gute ist, er muss halt überhaupt nicht durch. Also muss eigentlich. Links, eigentlich muss Max nur carryen. Ja, Linksklick ist generell so deine Taste. Linksklick und 1 bis 4. Auf 1 bis 4 nimmst du quasi einen Pot. Das wird nix. Auf 1 hast du einen Mana-Pot und auf 2 bis 4
hast du den Lebenspot. Okay. Was wir jetzt machen wollen, ist, Scheiße. Wir machen einen Gräfin ran. Aha. Kennst du die Gräfin? Max hat mir vorhin schon erklärt, also ja. So eine kurze Info war das. Genau. Das ist eher, dass es so ein bisschen wie Leveln ist oder so, also vorbereiten, verzaubern mäßig für die richtigen Runs, oder? Nicht? Ja, wir farmen jetzt quasi. So ja, crafting mäßig. Genau, genau, ja. Wir wollen ein bisschen craften, denn das ist ein Begleiter, das ist Isan. Ah. Ja, der geile Typ. Der wird uns begleiten und haut mit drauf. Drück mal Tab bitte einmal. Auf Tab hast du diese Karte, die brauchst du immer. Immer brauchst du die. Okay, soll ich die einfach anlassen jetzt? Lass die immer an, genau. Du okay. Gewöhnst dich dran. Und. Komm, lass mal den Rest ongoing machen. Ja, ja, klar. Muss ich erstmal. Der lernt hier gerade Fahrrad fahren, das ist ganz schlimm. Lass die Sache liegen, Junge! Ich hab die Schärpe aufgenommen. Weg damit! Dann klickst du mal auf dieses Feld da, wo Max dran steht, diese mit den beiden Feuern. Genau, das sind Wegpunkte. Und dann gehst du mal auf die 1, auf die römische 1, auf Schwarzmoor. Da klickst du mal drauf. Was? Ja. Okay. Das Ding ist, Leute, oh mein Gott, es geht direkt los! Drück mal wieder I, die Scheiße hier wegmachen, sonst kommen wir hier. Jetzt hast du einen Trank genommen. Na, klasse. So, genau. Du kannst dir mal so ein bisschen. Die sind alle, die können alle nichts. Kannst du mal schön rangehen und dann mal ein paar wegkloppen mit Linksklick schön. Alles schön weg, Linksklicken. Nicht alles aufsammeln. Einmal Alt drücken nochmal. Einmal Alt drücken. Drück Alt! So, da siehst du. Siehst du die ganzen Eide? Ja, ja. So. Diese mit den die Feuermänner, die musst du wegmachen. So, zack! So. Ja, ist doch easy, hä? Die beleben nämlich die Leute. Ja, wir sind Akt 1, Sterzig. Ja. Easy. Okay, Sterzig, komm. Wir suchen jetzt einen Turm. Bin hinter dir. Ja. Wir suchen einen Turm. Du kannst halt auch einen Gegner einmal anklicken, dann gedrückt halten. Dann macht dein Charakter so viele Schläge, bis der tot ist. Okay. Hier, mach dich tot. Tot. Wenn ich gleich 2 oder 4 oder sowas brülle, dann drückst du da drauf. Nicht jetzt! Nee, ich wollte nur gucken, okay. Genau, hier kannst du jetzt erstmal hier schön. Vielleicht kurz am Rande, während Sterzig sich einprügelt. Ja. Ich habe gerespeckt, wie ihr schon bemerkt habt. Ich bin jetzt auf Feuer geskillt, auf Feuerbälle. Oh, weil ich mir dachte, ich muss heute carryen. Ich muss jetzt irgendwie. Sparflamme ist vorbei. Heute auf jeden Fall. Ja. Na, heute auf jeden Fall. Gut. Dementsprechend habe ich auch ultra viel auf Leben gedingst. Die sind immer böse, ja. Okay. Hast du das Vitalität geskillt? Nice. Ja, übel viel. Okay, okay, Sterzig. Also, wir suchen. Guck oben bei der Map immer, wo ich bin. Ja, ich komm zu dir. Genau, wir suchen einen Turm. Ja. Dem Turm der Gräfin. Da gehen wir ins Kellergewölbe von diesem Turm. Und da wollen wir ganz weit runter ins 5. Untergeschoss. Und da ist die Gräfin, die klatschen wir um und dann kriegen wir fette Runen. Okay, die brauchen wir für Crafting. Ja, weißt du, wie nicht. Gegenstände verzaubern bei Minecraft? Ja. Das sieht so aus, wie er hier langräumt und so dreht sich dreimal um einen Heilpot auf dem Boden rum. Hier ist der Hammer. Geh mal weiter runter nach rechts, genau. Einfach da. Jetzt hör auf, Dinge aufzusammeln. Geh doch bitte, genau, nach unten. Wichtig noch für dich, also hier unten werden deine Spells angezeigt, deine Skills. Ich hab ihn. Du brauchst sie nur nicht, weil tatsächlich deine Klasse auch so eine einfach, also der Speck, den wir spielen, ist so ein bisschen draufhauen. Genau, hier unten ist wahrscheinlich so der Eingang. Achso, und wir haben so 2 so eine Speerbegleiter dabei, hast du vielleicht schon gemerkt. Ja. Die metzeln alles nieder. So, hier rein. Ja, genau, da gehst du rein, sehr schön. Ist doch der erste Erfolg. Ja, ja. Jetzt drück nochmal I, bitte. So, die Scheiße schmeißt du raus. Hä, ist doch eine fette Axt. Weg damit. Das auch raus. Das auch raus. Weg. Und jetzt gehst du da rein. Es gibt unterschiedliche Raritätsstufen bei den Items. Das heißt, du kannst krasse Items finden und nicht so krasse. Die weißen sind alle nicht so krass. Vielleicht okay. Kann einer mal mitzählen, wie viel Kills Sterzig macht und wie viel sein Begleiter. Jo. Ab jetzt. Was soll die Scheiße so, jetzt? 1 für den Begleiter, 2 für den Begleiter. Ey, ist doch gut, solange der Begleiter mich rettet, oder? Ja, ja, absolut. Also, ja, das Ding ist, ich bin ja nicht mehr gegen euch und will mich umbringen. Ja, sondern ich möchte ja auch nicht sterben. Weil ja, ja. Ansonsten nee, ich hab nur wirklich, ich hab Puls die ganze Zeit gerade schon seit 10 Minuten. Das ist halt. Ich will jetzt ein Pulsmesser noch. Jo. Geil für Kalle. Stimmt, ey. Ich hab einen. Wie, du hast geil. Einen? Also einen umgehauen. Gut. Hast du so Top-Down also und so? Also das Wichtigste wird für dich, Sterzig, dass du Tränke nimmst. Ja, ja. War das noch alles im Lot, aber. Ja, ich bleib einfach ein bisschen. Ja, ja. Nee, ja, wenn du so einen ja, genau. Trank nimmst, ist nicht so schlimm. Also, das Ding ist, hier wirst du halt nie einen Trank nehmen müssen, weil die dir keinen Schaden machen. Ja.
Deswegen wird Akt 2 jetzt gleich für dich ziemlich kaltes Wasser. Okay. Bertig, du musst ja durch die Tür, ne? Oh ja, wo ist sie? Da unten war es schon richtig, genau. Du standest schon davor, genau. So. Da hoverst du so drüber mit der Maus, dann siehst du das. Ja, wenn du jetzt über diesen Eingang hoverst, dann siehst du da immer die Stadt. Ich bin da, bin da. Man sieht das oben immer als dieses Lilane. Ja, okay. Das okay, ist immer so eine Tür. Oh, guck mal her. So, jetzt hau da mal schön die Ziegen weg. Zack. Ja, oh, wie die verbluten sterzig, ist das nicht geil? Ja, ja, die sterben. Oh, der, und wenn die Mobs so eine Farbe haben, wie der grüne da, dann sind das richtige Special Mobs. Hier, der oben ist grün. Ja, genau, siehst du? Der ist heftig. Ja, Alter, und hast du das machst du in Akt 2 bitte nie, weil die haben manchmal, die haben immer eine spezielle Fähigkeit. Okay. Zum Beispiel eine Blitzverzauberung. Das bedeutet, wenn man sie schlägt, wird man übertrieben geschockt. Ja. Und dann stirbt man. Ja, und dann stirbt man. Tut unnormal weh. Ich werde das immer ansagen, wenn ich das mitkriege, Kalle auch. Ja, aber dann machst du gar nichts. Du hältst dich raus. Ich wollte gerade sagen, das Beste ist doch dann, wenn ich einfach abhaue. Ja, aber du sollst ja komm schon... Aber. So. Ja, ja, schon, aber... Bei den Großen zumindest, weil... Genau. Ja, wir sehen das ja, Max und ich. Wir sehen das ja eh. Jetzt brauchen wir... Jetzt müssen wir hier nur gucken, dass wir die Gräfin mal wegmachen. Wer war das jetzt? Das war eine Freundin von ihr. Aber hier ist noch ein bisschen Gold. Ja. Können wir mal Gold sammeln. Okay, ja. Oh, den nimmst du mal mit, den Diamanten. Das ist quasi so ein Crafting-Item. Nice. Boah, ja, aber die Geräusche sind Ehre, ne? Pass auf, da kommt die gleich, ne? Ja, dann warte ich kurz. Da kannst du schon mal reingehen. Nee, das passt schon. Du kannst da reingehen. Du machst nur Linksklick auf alle, die jetzt kommen. Einfach nur weg links klicken. Das ist tatsächlich auch der Spielstil. Ist ein bisschen boring, aber es ist stark. Ist belohnt. So, und da ist die Gräfin. Eve, scheiße. Scheiße. Ach, nimm mal mit, ruhig, genau. So. Ja, rein Gräfin, ne? Jetzt haben wir hier eine folgende Sache. Jetzt hat er ein Portal gemacht, da kannst du mal durchwatscheln. Genau. Theoretisch, nur damit du es mal weißt. Drück mal F1. So, da hast du jetzt eine andere. Hier sind so, ein Paladin arbeitet viel mit Auren. Ne? Das gibt dann irgendwie Angriff und sowas dazu. Und geh mal auf, jetzt aber auf F2 einmal bitte. Ne, 3, 4, 5. Okay. Hover mal hier drüber. Klick da mal drauf. Und jetzt hoverst du mal über dieses Ding. Mit F2. Drückst du auf F2. So, und jetzt drückst du. Es ist so geil. Jetzt machst du mal X. Escape. Entschuldigung, ich bin dumm. Und jetzt kannst du mit dem Mausrad durchswitchen, theoretisch. Siehst du? Und wenn du das mit dem roten Ding hast, dann machst du so ein Portal. Das kann nämlich im Zweifel wichtig sein. Du kannst aber auch einfach auf F2 drücken. Dann kriegst du das in die Schnellleiste, so wie bei... Okay, verstehe. Wie wenn du ein Spell machst. Minecraft, genau. Genau. Einfach zwei Boomer unter sich. Okay, ich geh mal zu Tamumba, ja? Ja, geh mal zu Deckard. Das ist hier Deckard, Junge. Hier? Ja, mit dem kannst du mal reden. Und, okay, du hast gar nichts aufgesammelt. Dann hast du hier eine Kiste. Ja. Und da kannst du Sachen immer reinstecken. Ja, pack mal hier die Rune, packst du mal in den Geteilt-Stash-Tab. Boah, ich hab schon ein bisschen was gesammelt, ne? Hey. Genau, so. Und den Diamanten packst du auch rein, genau. Den Diamanten, Junge. Ah, den hässlichen. Genau, zu dem anderen weißen, genau. Und das lässt alles liegen. Lässt die Finger fahren. Okay. Achso, das Buch! Das blaue Buch, weil wir durften letztes Mal nicht teleportieren. Nimmst du mal das Buch hier noch mit rein. Und diese ganzen Tränke, die nehmen dir jetzt natürlich auch nochmal viel Platz, aber ich glaube, du wirst eh nicht viel looten heute. Ich glaube, das geben wir an Max ab. Ich glaube, das ist besser. Gut, dann geht's. Er soll sich einfach auf Heiltränke konzentrieren. Ja, ja, er hat auch das ganze Inventar voll. einmal in den Norden laufen, bitte. Ja. Und dort siehst du auf der Map schon wieder dieses Zeichen mit diesen Steinen, mit diesen beiden Feuern. Da. Ja. So. Alter. Jetzt lernen die Leute wenigstens mal das Game, Kalle. Richtig, richtig. Ja, weil man das so on the fly, ne? So. Nenn das irgendwie so Einsteiger-Guide, Diablo 2. Anfänger-Guide und dann einfach so stärkt sich Fresse. Wie so sabbern hier raus. Ja, sabbernd und so. Ja. So, dann gehst du mal auf die Römisch 2, lieber Sebastian. Und dann in die Schlucht der Magier, ganz unten. Siehst du, haben wir schon einiges. Oh mein Gott, lass mich vorgehen, ja. Ja, ja. Ich bin drin. So. Oder sollen wir lieber erstmal am Anfang vor die Tür? Können wir? Ich bleib jetzt hier stehen. Nee, okay. Also das ist jetzt schon sehr hartes Wasser, ne? Also ist wie Beton. Ja. Gut. Deine Augen müssen oft hier sein und deine Augen müssen natürlich auch sein, was die Viecher so machen. Es gibt also so, der Finger muss auch auf 1 liegen, im Zweifel, ja? Ja, nee, auf der 2. Weil ein Heiltrank heilt dich nicht instant, sondern dann startet deine Lebensregeneration. Ja. Ah. Das ist so ein slightly Effekt. Das ist nicht instant, sondern es kommt so mit der Zeit. Okay, wo ist Tamumba? Soll ich zu Tamumba oder bleib ich? Runter zu Tamumba. Du musst jetzt mal die Leute sehen. Es gibt so Skarabäen hier.
Ja, die hier. Nee, das sind Affen. Oder Katzen. Oh Gott. Und die kannst du alle wegloppen, easy. Stark. Aber siehst schon, die halten ein bisschen mehr aus. Da ist ein Haltrank. Ja, da liegt ein Haltrank. Sammelst du mal auf. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, also es gibt so Käfer, und die haben immer eine Verzauberung, dass wenn du die haust, das was Max von erzählt hat. Oh. Ja, die, nicht die tatsächlich, die kannst du hauen. Das sind einfach irgendwelche Ekelviecher. Ja, das sind so kleine Skarabäen. Ich sehe Sterzig heute Abend Diablo 2 runterladen. Ich glaube, ich weiß ihn nur nicht. Ja, doch, doch. Ja, doch, doch. So, stark. Zack, du murkst, zack. Alter, yeah. Kalle, hast du mal mein ich habe jetzt 30% plus, ich habe ja 55% schnellere Zauberrate, ne? Ja. Yeah. Willst du mal sehen, Digga? Ja, yeah, hau mal raus. Alter, Ehre. Alter, das ist schon schnell. Alter, ich steche hier oben gerade alles weg. Dieses Schild geil. Kannst du dir mal angucken, diese Rondache. Entschuldigung, das kannst du mal einsammeln. Die kannst du nicht? Ja, lass sein. Scheiß drauf. Ich kann nicht Scheiß drauf, mal. Ich bin sehr sie. Und weißt du, wie das Spiel früher aussah? Schlimm. So. Ja, ja, ja. Das war früher, Junge. Wie hast du das gemacht? Mit G, wie Grafik. Ja, und was wir hier jetzt machen, ist so ein bisschen EP-Farm. Ja. Komm das mit. Ist ja richtig. Komm, komm mit. Ja. Okay, ich komm, wir Max. Wir farmen EP. Wollen wir in den Grab rein schon? Ja, ja, klar. Ja, Heiltrank, sehr gut. Also, was für dich fürs Verständnis, wir sollen jetzt eigentlich einen krassen alten König wegballern. Ja. Also einen Dämon, wir sollen so einen Dämon wegballern. Ja. Und der versteckt sich in einem Grab. Und in dieser Ebene, wo wir uns gerade befinden, werden einem 7 Gräber aufgezeigt und eines nur davon ist das Richtige. Ja. Aber wir nutzen es heute einfach nur, um stumpf ein bisschen zu leveln, weil wir noch nicht stark genug sind, um gegen den zu kämpfen, ohne im Zweifel zu verrecken. Okay. Deswegen wollen wir gerade einfach nur Level farmen. Ja, das machst du super. Schön linksklick. Ne? Schön. Ja. Zack. Die Items sind dir egal. Du hast nichts mehr. Ja, hier sind Skorpion. Die machen nichts. Ja, lass mal in so ein Grab rein hier. Ja, guck. Das stellt sich, das wird heftig. So, da gehst du jetzt mal ist das Richtige? Drück mal Q. Drück mal Q. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Na, Q. Und dann auf das klicken. Nee, ist das falsch. So. Okay, sehr gut. Junge. Hier sind übrigens, oh, ein Riesenfarber. Hier sind Gegner, die vergiften dich so ein bisschen. Da musst du auch aufpassen. Oh, da war ja jemand hinter der. Kannst du diesen Riesenfarber? Das wird unangenehm. Guck mal, was ist denn da bei dir eigentlich los? Bei dem Bogen weg. Ja, was ist das denn? Warum hab ich den? Ah, hat er schon genommen. Hat er ja. Schon genommen. Ja, super. So, diese ganzen Rollen hier, diese weißen Dinger, ich schmeiß mal alle weg. Hier. Weg. Ja. Aus. Aus. Ah, gut. Die Mana-Tränke kannst du auch wegschmeißen. Da hat Max vielleicht Bock drauf. Aus, richtig. Brauchst du alles nicht. So. Dann drück mal ganz oft 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Und jetzt wieder Shift auf die Heiltränke und linksklick. Shift, linksklick. Zack, nochmal. Oh, oh, oh. Nochmal. Geht nicht mehr, ne? Gut. Dann. Okay, ich muss jetzt zu Tamumba. I. Oh, oh, oh. Oh, ein Ringpanzer! Oh. Ein gelber. Oh, 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 hier ist aber nicht schon ganz einfach. Geh schon mit rein. Hilf ihm ruhig. So. Hier, die Großen, die Vernichter soll er töten. Genau, geh mal hin da. Linksklick auf den mit dem. Ja, so. Und ja, da ist noch was Krasses runter gewesen. Ja, den musst du noch umhauen. Ja, und den auch. Zack. Unten. Ja. Nicht im Feuer stehen. Richtig und wichtig. Zack. Auf den Sarkophag musst du da auch. Machst du schon? Sehr schön. Schön drauf. Feste. Ja. So, jetzt komm mal her. Die Brust hier. Ja, ja, ja. Warte, ich identifiziere die. Unterarmklinge. Kannst du auch mit. Oh mein Gott! Schau dir die mal an. 41% verbesserte. Ne? Ja, genau. Verteidigung. Ja. Drück mal I. Jetzt siehst du das Item. Oh, das ist sogar doppelt gesockelt. Was hier? Walla. Das ja, ist richtig krass. Draufgehalten, drauf. Bleib drauf. Das ist bester Drop, den wir je hatten. Mit der oder? Maus. So, ne? Hol nur Stefan. Guck mal auf deine, die du anhast. Jetzt mit der Maus. Man kann das jetzt ja auch vergleichen. Kalle. Ja? Ja, ja, warte. Steuerung oder so? Mit Hover über die neue Rüstung und dann Shift gedrückt halten. Ah, okay. Dann mal hier mit der Maus nochmal drüber und dann Shift. Unnormale Belohnung. Ja. Ja, aber die neue ist sogar schwächer. Was? Ja, ja. Wenn du die haben willst, nimm die. Aber mit den Sockeln?
Ja, aber juckt ja nicht gerade. Also jetzt? Nee. Nee. Ich habe halt Giftwiderstand 9% auf der aktuellen drauf, das ist halt. Ja, kannst du doch reinsockeln. Lass das drin. Sogar viel mehr. Er droht so mit der Maus, so eine Eide wegzuschmeißen. Soll ich das jetzt weghauen? Nee, das nimmst du jetzt mit. Genau, aber weiter. Oben links, genau. Der legt hier nur ohne mich. Ja, ja. Achtung, das wird heftig. Okay. Oh, der ist sogar. Oh, guck mal, der hat diese Verzauberung, siehst du? Ja, was mache ich? Du chillst jetzt, dann mach das aus der Distanz. Du kannst, oh mein Gott, Max! Ja, ja, entspann dich, Digga. Ach, wenn Max Stipp weg? Ist, wenn Max Stipp ist auch vorbei. Ne? Ja, ja, klar. So, jetzt geh mal ran. Geh mal ran. Hau die mal weg jetzt! Den aber hier. Unser Begleiter ist schon tot, ne? Nee, Trank, Trank! Oh mein Gott! Warum machst du keinen Trank? Wenn das hier runtergeht. Ja, dann aber, zwei. Ja, aber du Kalle sagst, musst du auch sagen. Kalle, ja, ich Kalle, was, du sagst, geh mal dahin, jetzt mach den mal weg. Ja, jetzt warte mal. Aber nee, das ist jetzt nicht meine Schuld. Du sagst, geh da mal hin, mach den mal weg. Ich wusste doch nicht mal, dass das hier eine Lebensanzeige ist. Ja, das ist doch rot und das ist Blut. Junge, du musst mir doch sagen, was ich machen soll. Ich hab doch keine Ahnung von dem Game. Junge, du spielst doch nicht zum ersten Mal Computerspiel. Ja, aber du sagst zu mir, geh mal da hin, hau den jetzt mal. Dann geh ich da hin. Ja, weil du dich hier hinten verkriechst wie so ein. Ich hab ihn getötet. Ich sehe, dass Max Half-Life ist, weißt du, wie ich meine? Und du, Identifikationsrolle. Kalle hat übel die Nerven verloren. So, was machen wir jetzt? Ja, wir gehen jetzt in die andere Richtung. Das Ganze nochmal. Oh, Junge. Es war schon gut, ey. Mein Gehirn ist so angestrengt gerade, weil. Aber warum? Ist alles gut. Es drückt, ne? Ja, es drückt. Boing. So. Okay. Aber ich finde gut, dass dein Instinkt sagt, eher ruhig, ne? Ja, ja, entspannt. Weil ich will ja auch selber nicht sterben. Ja, ja. Bevor ich mich hier in irgendwas rein begebe, Alter. Wo ich keine Ahnung von habe. Den Topaz, den kannst du. Den magst du hier mit. Ja. Aber was du jetzt gerade machst, ist leechen. Du lässt dich carryen. Ja, ja, natürlich. Ja? Aber ist in Ordnung. Ist nur nicht ich mache halt keinen Schaden, Kalle. Ja, ja. Das ist nicht ich überlege, ob ich den Stab nehme mit plus 2 Feuer, aber. Okay, lass mal hier lang. Sterzig rechts oben. Ja, da tritt hier noch gar ein paar Vasen kaputt. So. Okay, gut. Ich bin unterwegs. Ja, wir sind tatsächlich durch. Es tut mir leid, dass jetzt auch dein erstes Erlebnis so stressig ist. Ey. Ist ja egal. Es ist ja nicht mein Problem im Endeffekt. So, wir sind hier durch, oder? Ja, können wir zum Ausgang. Genau. Ja, durch. So, diese lilanen Schlitze, das sind immer die Türen. Ausgänge, so, ne? Oder, ne? Ich würde auch vorschlagen, dass wir einmal nach Hause gehen. Ja, einmal in die Stadt. Ja. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit zum Aufatmen. Weil ich muss meinen Dude wiederbeleben, den hat's nämlich zerfetzt. Jo, geh mal ruhig ein Stück nach links und dann siehst du auf der Map diesen Deckard Cain wieder. Ja, da gehen wir was hin. Der machen kann, ist, dass der alle Items, die du mit dir trägst, der mit dem Stab da, genau, der kann alles identifizieren. Dann sagt er, jo, mach dir das for free. Das ist halt ziemlich nice, mach mal ruhig. Und dann gehst du zu der Fahrer wieder oben. Die heilt dich komplett voll. Alter, krass. Und bei der kannst du halt auch verkaufen. Jetzt gehst du mal auf Handeln. Und dann guckst du mal diese Scheiße hier an und merkst du, oh mein Gott, das ist nicht benutzt. Nee, ist falsch Item. Geh mal auf das. Ja. Genau, das ist oh mein Gott. Ja, ja, ich dachte, das ist irgendwie 8000 wert, aber verkaufen. Ist nicht. Weg damit. So. Willst du die Rüstung haben, Max, die wir gefunden haben? Nee, ich habe ja Verstohlenheit. Das ist ultra wichtig. Ach ja, für mich. Richtig. Genau, dann schmeiß die. Ich glaube, sogar unser Begleiter. Ja, ja, ich glaube, sogar unser Begleiter hat eine bessere. So, jetzt müssen wir hier mal. Hä, hey, aber du kannst. Ja, dann schmeiß die mal bitte ab. Gut, dann weil dann nehme ich die mit. Wie müsste das sein? Nee. Okay, geh mal auf verschieden. Geh mal auf Waffen. Geh mal auf Dings. Ja, ist weg. Die ist weg. Gut. Oder war das die? Nee, das war schon die andere, ne? Ja, ist dran. Ja, jetzt bleib mal bei ihr drin. Du bist ein bisschen schnell mit deinen Fingern. Ja, ich mach gar nichts. Doch, du musst. Ich darf ja nicht. Ja, dann sag mir jetzt, was ich tun soll. Jetzt lass doch das Mikrofon heile! Ja, das hat grad schon wieder. Mein Gott, ey, sterzig. So, jetzt guck mal auf diesen Ring. So, der ist scheiße, den machst du weg. Kannst auch mit Steuerung schneller verkaufen. Nee. Du auch hin? Das behalten wir alles. Den kleinen, oh mein Gott. Das dauert halt. Das hier? Weg. Das schmeißt zum Beispiel mal weg. Genau. Ja, sehr gut. Dann den Mana-Pot auch weg. Nein, den nicht.
Mana-Pad weg. Das Ding weg. Das Ding weg. Dann das Buch mal hier vorne hin. Ich hätte es jetzt aus Versehen verkauft. Genau, mach mal, dass hier so viel frei ist. Weißt du, das hat Platz. Schön. Also ich wäre echt ein beschissener Fahrlehrer, glaube ich. Es ist mir egal. Übelst ungeduldig. So, bin ich Kupplung durch? Langsam kommen lassen. So, ich bin durch, so. Ne? Du bist durch. Ja, können wir jetzt töten? Ja, komm. Geh nochmal einmal, sorry, nochmal zu ihr. Ja, es reicht jetzt auch. Hör auf den Tisch zu hauen, du merkst doch, dass es nicht gut ist fürs Mikrofon. So, jetzt gehen wir einmal hier reparieren. Guck mal, 500 Tacken weg. So, und jetzt noch einmal in die Truhe. Junge. Es ist halt ein Spiel. Es ist halt ein Spiel. Junge, ey, was ist hier los? Entschuldigung. Gut, ich bin ein bisschen gereizt heute. Wir sind jetzt auf dich geteilt. Und jetzt gehst du mal auf die Münze. Du kannst alles schön auf der Bank tun. Weißt du? Okay. Alles? Ja. Boah, bist du rein? Ja, ja. Ja, YouTube, Money. Können wir jetzt so gehen? Jetzt können wir gehen. Ja, jetzt gehen wir, jetzt wir wieder durch das gelbe Portal auf der rechten Seite. Ja, super. Nee, nicht auf der. Nee, Seite. Rechts unten. Ja, ja, ja. Justens. Max, du musst mal so ein bisschen sagen, wann die Stunde vorbei ist. Nicht? Dann müsstest du 10 nach. Ja, 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 ja. Durch das blaue Portal gehen wieder, Max. Nee, stellt sich heißt es. Mich nicht, Max. Gut. Und jetzt gehen wir hier einfach weiter hoch. Ja, ich folge mal Max. Und suchen das nächste Grab, Digga. Ja, und macht Spaß! Ja, bis jetzt. Ist ich hab gar keinen Druck. Hier rein, da in den Laden. Ist das Falsche. Ah ja. Ah ja. Und selbst wenn es das Richtige wäre, man müsste es ja nicht machen. Oh mein Gott, dicke Männer. Jo. Jetzt mach mal die Blutrauchen hier weg. Gesehen, wie ich die gemacht habe? So. Und dein Blut ist gestiegen im Level. Ja. Und geil, dass du die Vasen zertrittst, während Max gegen die Gegner kämpft. Okay. Also. Schön. Aufschlitzen. Hey. Rein hier. Oh, da ist die Bude voll. Oh, ja, vorsichtig. Ja, ich bin voll, genau. Also alleine wäre auch interessant geworden, glaube ich. Ganz alleine, weißt du? Nee. So. Die Heiltränke, ne? Gerne. Ja, ja, ja. Ich habe so viel Giftresistenz. 73%. Boah, das ist echt viel. Ja. Oh, gucken wir alles nicht. So. Immer Tamumba hinterher. Ja, ja. Tamumba ist dein bester Tamumba Freund. Weiß, wo es lang geht. So, ja, ist auch im echten Leben so. So. Oh. So, die machen wir einfach alle nackig. Oh, hattest du gerade einen Blitzzauber gemacht? Oder? Ja, ja, ich okay. Statik für Dings. Ah, verstehe. Okay. Übrigens, ich habe eben so eine Rauchkugel gefunden. Jo. Also ein Ministab mit 3 auf Statikfeld. Das werde ich einfach für den Endboy anziehen. Oh, jo. Der Tamumba ist einfach schon. Und dann ist es mein einziger Job, mit Schild und dem Ding da ranzurennen, dem das Leben wegzuruppen. Jo, das ist geil. Mädel. Ey, hier ist alles tot. Ja, weil Max hat schon ja, aber Vorarbeit ich gelassen. Bin hier am Kämpfen, Städtlich. Ja, schön weghauen. Diese Großen sind immer so die wichtigsten, weil die können auch die Skelette wiederbeleben. Oh, weia. Diese mit den langen Haaren, mit den schwarzen. Verstehe. So, der da hinten, weißt du? Dann kannst du immer schön in die Backline, genau. Und dann schön den umkloppen. Aber ich hab. Ja, geh mal durch hier. Da war gerade mein Loot-Gesicht, glaube ich, zu sehen. Ja, ja. Hat man auch gefühlt. Oh, Junge, hier ist richtig viel. Ja. Jetzt nicht die Vasen. Jetzt mal Fokus auf die Gegner. Richtig? Die Vernichter, Masse weg. Da unten stand noch einer, hast du gesehen? Ja. Die dicken, also genau. die langhaarigen. Hier nochmal, richtig. Zack. Jawohl, aufschneiden, wie Brot. Sehr gut. Ja, ist doch gut. Sehr gut. Der will abhauen. Zack, den habt ihr. Geil. Ich. Ist wie bei Fever, ne? Ja, ja, ich. So. Okay. Oh. Jetzt ist ein. 48 Gold, so. Also es jetzt passt nicht so ganz hier rein, aber okay, ich habe Max heute meine Pakete aufgemacht. Ich habe zweimal Jordi Alba hintereinander bekommen. Ja, ist scheiße, ne? Ja, übel scheiße. Ja, Leben ist in Ordnung noch, alles entspannt. Aber oh, übel viel Feuer, nicht im Feuer stehen, das gesteckt. Ja. Mach die Jungs hier weg. Genau, jetzt. Leben? Ja, da unten auf Leben. Nochmal so ein Vernichter. Alles gut. Eintrinken. Eintrinken. Eins drücken. Scherzingsblick ist so, ich will hier einfach nur noch wieder raus. Nee, gar kein Bock mehr. Ich bin stolz, wenn ich hier rauskomme und ich bin nicht gestorben. Das ist mein Ziel. Wenn du nicht schuld bist, dass wir neu anfangen müssen, ne? Ja, ja. Ist auch, wobei, ich, eigentlich wäre es witzig, wenn du halt schwimmen gehen würdest. Naja, aber ist auch ein Druck, ne? Alle hassen dich dann. Ja, ist aber. Oh, hier ist ein Chef, Junge. So, rein da in den Laden. Willst du Max? Oh ja.
Da müssen wir ein bisschen aufpassen wegen Verzauberung. Da oben den Typen. Ja. Mach ihn nieder. Zack. Und jetzt den Chef. Den Grünen. Ja. Voll drauf. Dann kannst du einfach Vollgas geben. Eintränken. Schönes Ding. Eins. Ja. Perfekt. Schönes Ding. Schätzig. Toll. Danke. Heiltränke. Ja, alles gut, alles gut. Er hat es vergiftet, aber du hast keinen. Kannst wegschmeißen. Alter, das ist. Oh, großes Zepter. Hast du einen Gegengift-Trank? Nee. Okay, drück nochmal, trink nochmal. Vergiftet ist gerade unnormal. Weiter. Alter, wann hört das auf? Das hört nicht auf. Weiter zu saufen, immer schön saufen. Okay, drück mal. Oh mein Gott. F2 bitte. F2? Geht nicht? Achso, hast du nicht. Trink. Brauchst du Tränke? Okay. Nee, Brauchst du Tränke? Nein, er braucht keine Tränke. Alles gut. Wir kriegen's unter Kontrolle. Gerade geht's nach oben. Okay, geh mal bitte in die Stadt. Gerade geht's nach oben. Hier nochmal draufdrücken. Und dann auf dieses Sägeblatt. Und dann, ja, und jetzt rechtsklick. Und dann gehst du mal durch. So, und jetzt gehst du wieder zur Fahne. Alter. Ja, irgendwie hat das vorhin bei dem Fixieren des. Wo ist sie denn? Da oben. Wie viel Giftresistenz habt ihr? Drück mal C bitte. 19%. Oh mein Gott, das ist ja gar nichts. Ja. Jetzt bleib drinne. Hey, ich dachte, ich soll jetzt vielleicht wieder zurück zu. Nee! Du hast ja den. Ja, ich halt mein Maul. Du hast die Bar leer gesoffen. Ich halt mein Maul. Ach, sterzig. Nee, jetzt ist auch egal. Jetzt I bitte. Das ist nicht so einfach. Genau, schön wieder alles in den Gürtel rein. Shift, links klick. Junge, mir so leid, ey. So, und dann jetzt musst du aber nochmal zu Lysander. Denn der Philipp, der hat schön. Wo? Genau, der. Der hat nämlich schöne, leckere, rote Getränke. Du machst da rechtsklick, Bier? Shift. Ja, rechtsklick Bier? Und den dicken. Ruhig, ja. Ja, perfekt, geil. Jetzt hast du nämlich, guck mal, wenn du hier drüber hast, jetzt musst du noch zwei kaufen. Hast du wieder schön volle Lampe. Oh. Okay, dann gehe ich jetzt zurück, ja? Jetzt kannst du wieder durch das Portal gehen. Ja, sonst ist Max leicht tot, und F1 einmal drücken. Das wäre ganz gut, weil dann hast du deine schöne geile Aura auf dem Boden wieder. Die macht nämlich, dass du mehr Schaden hast. So, bin ich wieder. So. Genau, kannst du da durchgehen. Tamumba schön ein Stückchen weiter wieder. Ey. Ja, der rennt immer vor, ne? Immer. Das ist eine Biene hier. Oh, Blitzverzauberung. Achso, so, ja. Tamumba. Ja, das Mikrofon hat eine Blitzverzauberung. Ja, das ist alles die Cosplay. Ja, Max ist schon rausgerannt. Max, bitte, ne? Mach ihn ruhig. Da sind keine Gegner mehr, ne? Ja. Genau, hier oben raus. Kalle übel nervös. Also, bis jetzt ist doch alles gut. Also, es tut mir ultra leid, auch für alle, die das jetzt da vorne tricken. Ich bin halt nur aufgeregt, dass Max das Sterzig hier verkackt. Es tut mir auch für dich ultra leid, dass ich dich hier die ganze Zeit voll laber. Hier? Ich find's überwitzig. Okay. So. Oh, Feuer. Genau, da müssen die. Ah, muss aufpassen, das spuckt Feuer. Bam, 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 schön weg damit. Ist kaputt. So, den hauen wir um. Butterbauch. Ne, wie hieß der? Blutrauch. So. Ja. Butterbauch. Schön weg, ja, genau. Hä? Okay. So. Oh, der Grüne, pass auf. Pass auf, ich muss mal gucken, was der so kann. Spektral, ja, okay, ist fast tot. Ja, schon weg. Sehr gut. Ich heb immer aus Versehen. So. Ich kann's mal aufschießen. Ja, da kommen Sachen raus, ne? Heiltrank, meiner. Ja. Ja, das sind für dich die Legendaries. Die Heiltränke. Wie ich immer durchrenne, die scheiß Uhren. Jo, das ist einfach nur. Ja, weil du nicht gedrückt hältst. Leute, wenn ihr so ein Intro macht, ne? Macht mal einfach so eine Vasenzertretungs-Compilation von Sterzig, wie ihr einfach alle Vasen zertritt. Ja. Ist geil. Dann kann ich die umbringen, ne? Ja. Ja. Immerhin kann ich die umbringen. Oh, die tun auch nichts. Da sind wieder ein paar Vasen, die kannst du gleich schön wegmachen. So. In dem Spiel gibt es sogenannte Schreine. Kannst du mal hier gucken, was das Ding hat? So, das heißt, der hat dich jetzt aufgefüllt. Fühlt euch gesund. Ja, der hat jetzt sein Leben aufgefüllt. Der hat einen Schlüssel. Ja. Und die. Ja, Max ist einfach schon wieder gone. Also. Ja, du bist. Ja, was soll ich denn da noch? Bisschen slow bist du. Ja, ey, du musst mir ja sagen. Nee, ich habe gesagt, fixier dich auf Tamumba. Sag ich dir gerne nochmal. Und stattdessen stehst du rum und machst. Ja, und machst die Vasen kaputt. So, da hinten ist wieder ein Vernichter, den musst du vernichten, Junge. Warum ist der noch nicht tot? Ja. Sag's ihm. Hier ist noch einer. Zack, der hat lange Haare. Weg mit dem Mädler. So.
Mädel. Hier, die Jungs wollen aufs Maul. Geben wir ihnen. Blut, Butterbäuche. So, schön weg damit. Ach, wenn wir. Ja, läuft doch. Ein Level schaffen wir heute sogar. Krass. Krass. Aber jetzt mal so real, wie fühlt es sich für dich an? So wie ist ja, der ist halt krass reingeworfen, ne? Ja, also. Es ist ein unbelohnter Start wahrscheinlich so. Ja, aber es wäre, glaube ich, geiler, auch alle Items und so zu verstehen. Ja, von vorne ja. Einfach. Gut, da hätten wir jetzt einfach lange Zeit mit verbracht. Die Zeit haben wir nicht, fertig. Ja. Wir sind ja nicht hier, und es ist ja ein Hardcore-Projekt, ne? Ja. Verstehe ich auch. Richtig. Ich war ja auch mal dabei. Im Grunde. Im ersten war ich schon dabei. Hast du schon mal einen Loot-Shooter gespielt? Ja. Ja. Ja, so Borderlands. Ja, und so. Genau. Geh schon ruhig rein. Ja? Ja. Genau, also so ähnlich funktioniert es ja auch. Du willst halt immer bessere Waffen, bessere Rüstungen und sowas finden. Gutes Geweih? Bitte was? Ja, Geweih. Sehr gut, weitermachen. Oh mein Gott, ich habe mich in die Scheiße manövriert. Oder musst du mal Max helfen? Ja, genau, die schönen, die langen Haarmänner wegmachen. Warum sind die noch nicht tot? Und noch einen großen Kasser? Soll ich machen? Ja, mach die. Mana-Verbrennung, das ist für dich nicht so schlimm. Einfach drauf, sehr gut. Da liegt ein Langstab, Max. Zack. Ja, ja, einige. Gleich gibt's ein Level ab. Ja, hast du gesehen, wie ich das gemacht? Ja. Hier, Gold. So. Guter Zug. Gehen wir schon mal durch die Tür da. Ich. Oh, weia! Ja, auf die langen haben wir noch. Okay, jetzt bist du auf dem Trinken. Du bist vergiftet. Bleib mal kurz raus, genau. Das machst warte, ich hab Anti-Gegengift. Ich droppe es jetzt. Ja, das kannst du nehmen. Ja, ich bin schon wieder. Musst du jetzt nicht, aber für das nächste Mal. Ich hab extra mir das aufgehoben. Oh Gott sei Dank, Level up. Level up. Woo, yeah, so, jetzt machen wir einen ruhigen. Genau, neue Werte. Kannst du mal machen direkt. Hier? Ja. Alles auf Vitalität. Komplett. 5 Punkte rein, ja. Also das funktioniert so, die Stärke und so, das geht auf den Schaden, und logischerweise. Auch? Das machen wir auch, ja. Vitalität auf Leben. So, nee, auf die Offensiv auch. Nee, doch, genau. So, ja. Geil. Nimm mal hier das Gute. Du hast keine Ahnung, was du machst. Geil. Sterzig. Ja. Nimm mal das gute Geweih neben mir mit, bitte. Das hat ein paar. Wo bist du? Neben mir. Ja. Neben mir. Ja, hier. Ja, nice. Genau. Das kann man nice. Schon gut verkaufen. Genau. So. Ja, ja. Ich hab zwei von schlechtes und gutes Geweih. Ja, nehmen wir mal einen. Weil wir Himmel. Oh! So. Schön, der mit den Haaren muss weg. Richtig. Ja, da ist wieder einer mit Haaren. Hast du Haare? Ja. Und oh, Alter, wie du hast gesehen, wie schnell du. So, extra stark, den müsst ihr machen da oben. Ah, nee, das ist der da. Richtig. Ja, alles gut. Zack! Starke Sache. Ich weiß. So, machen wir mal die Truhe auf. Die glitzert so schön. Zack! Nix drin. Das war ja scheiße. Alles, was blau ist, können wir theoretisch fast liegen lassen. Ja. Okay, dann letzter Weg. Es gibt weiß, blau, gelb und so golden Item-Stufen. Und Gold ist das Beste, Gelb ist das Zweitbeste. Und Grün gibt's noch. Das sind so. Ja, so ja. Komm hier nicht durch. Ja, ich stand im Weg, sorry. Oh! Hier ist volle Bude. Was ist? Da oben ist wieder ein Verlichter. Geil, Eis! Wenn du wüsstest, Max, wie ich hier die ganze Zeit alles scanne, den Bildschirm die ganze Zeit. Das haben wir lange Haaren. Ja, und er einfach so wie. Er ist so das kleine Kind, was einfach Spaß hat, unwissentlich. Eis geklatscht! Ja. Ah! Aber wenn du so grün bist, dann heißt das immer, dass du vergiftet bist. Nimm das Gegengift-Elixier gleich gerne mit. Packst du einfach mal ein, dann hast du noch eins über. Jetzt kannst du schon mal eins nehmen. I, ja, aber einmal I, ja, genau. Wirklich? Ja, ja. Dann nehmen wir eine mit. Jetzt nicht mehr jetzt. Ich wollte gerade sagen, ist doch worthless. Es ist hardcore. Ich wollte dich nur darauf hinweisen. Ja. Das Ding kostet halt auch nichts. Das stimmt. So. Wir sind durch. Ah, nee. Nee, einen oben noch, ne? Wann ist diese scheiß Folge endlich durch? Oh, 10 Minuten wahrscheinlich hast du, ne? 10 Minuten für die Stunde. Oh mein Gott! So. Zack. Gut. Ja, lief doch. Ja, nimm mal ruhig das Gegengift nochmal mit. Was da liegt. Und du kannst dir das auch hier in den Gürtel tun. Du kannst es quasi auf die 4 legen, so weißt du? Du kannst das quasi die durchtauschen. Ich kann nicht hier drunter. Dann nimmst du den da hin, den roten. Nee. Ja. Der Schwarze muss unten sein. So. Nee, und dann machst du die anderen beiden auch noch rein. Hast du welche auf Reserve? Das Gift hält halt echt ewig. Ja, ja, genau. Und wir waren einmal so eine halbe Stunde. Und das ist ultra stark. Wer gibt einem das Gift?
Wer vergiftet da so krass? Ja, raus. Diese Vernichter tatsächlich. Echt? Ja. Max ist gerade in der City, lass mal kurz warten. Du kannst mal vielleicht mal ein paar Meter runtergehen. Mal gucken, ob wir da hier diese Skarabäen, die will ich hier schon die ganze Zeit zeigen. Ah, die kannst du wegkloppen, easy. Schaffst du. Ja. Meint er? Ja. Naja, es sind hier nur so drei kleine. Ach, dann cool. Gut. 20 Gold. Ja, ne, haben oder da nicht links haben. Ist. Ah, der hat ihn weggepiekst. Zack. Ah, heute gibt's hier keine Skarabäen, ist einfach so. Aber schön ein paar Yetis wegmachen, ne? Bigfoot. Ja, ja, verstehe ich. Kennst ja. Ja. So, nächstes Grab, oder? Ja. On my way. So. Do you know the way? Da vorne steht er schon, da war der extra. Ich komme nicht durch, so. Das ist übrigens das Richtige. Nee, ist nicht das Richtige. Ich glaube, ich habe. Oh, jetzt kommen die. In die Kasse? Nee, nee. Aber die vergiften. Ja, aber leichtes so. Gift. Das ist ja nix. Das ist ja. Komm ich hier durch? Nur mit diesen Vasen die ganze Zeit ist da. Bin ich auch gerade extra nochmal so. Ah. Ja, Vasen sind so, nehme ich gerne nebenbei mit. Ja. Die sind aber auch hässlich. So übelst der antike, das antike Grab, du zertrittst da so diese ganzen. Er geht da rein und tritt alles Welt. Kaputt. Jo. Das ist doch cool. Okay, du darfst die Gegner auch angreifen. Ja, ja, ich bin dabei. Ist gerade ein bisschen vergiftet. Achso, wir können oben weiter. Immer einen Trank ruhig. Was genug? Ja, würde ich mal sagen, trink ich mal einen, ne? Ja, supi. Ja, ist ja optimal. Wir sehen, wie ich nochmal die Base gerade gemacht habe. Ja, ja. Da sind noch ein paar. Sonst ja. Ist weg. Ah, Und da hat es gerade geleckt. Ja, muss aufpassen. So. Oh, Alter, da kam ja richtig was raus. Ja, ich sag dir, die sind manchmal. Freut sich übel. Ach ja. So, schön, ne? Drauf da auf den Hannes. Oh, Feuer. Ey, gut, dass ich auf Feuer umgeskillt hab, ey. Scheiße. Ja. Oh Gott, dicken. Sehen mich die gemacht? Jo. Sah gut aus. Oh, der ist gut. Sag mal, gerade so der dritte PC geht hier einfach so random an. Oh, das ist ein grüner Ork. Jo, extra stark, pass auf. Jo, der ist schon weg. Tot. Ja, extra scheiße. Okay, ist wieder vergiftet, Opa. Ja, das sind nur hier die Lütten. Loot. Ja. Normalerweise, man würde jetzt diese ganzen Kettenpanzer und so mal abchecken, aber es... Weißt du auf, ne? Ist, ja, es ist auch wirklich nicht wichtig gerade. Also, okay. Wir wollen wirklich nur leveln. Weil unser Ziel ist, dass wir so Level 25, Level 26 werden. Und dass wir dann Blitzverzauberung, Achtung. Blitzverzauberung. Damit wir dann den Endboss schaffen hier. Vom zweiten Akt. Oh, ein Knochenstab. Wollen wir auschecken oder was? Nee, macht Max schon. Ich sag das auch eher, damit er das nimmt. Das ist so ein Hidden Message-Ding. So. Jetzt lass die scheiß Vasen stehen. Ich muss auf Thumbnail, wie Sterzig so richtig wütend Vasen. So ein kleines Kind, was gegen so eine Vase steht. Oh. Ja. Ja. Bänderrüstung. Ja, ja. Ui. Ui. Gut, da haben wir es wieder, ne? Können wir raus. Jawoll. Ne? Hier vorne ist ja ein Ausjagen. Kennt Sterzig auch schon die kleinen Truhen? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Bisher gab es nur Vasen. Und die Glitzertruhen. Ein paar Dinos gestorben. Naja. Ja, ist eine antike Wüste hier. Ja, hässliche Drecksietis. So, da sind kleine Katzen, Junge. Die kannst du schön wegmachen. Lass mal hier zum Wegpunkt kurz gehen. Ich kann verkaufen. Ja. Ja, dann komme ich. Ah, ich mach so viel Geld, ne? Weil so viele Zauberstäbe droppen. Ja, ist gut. Schon heftig. Ich bin einfach nur froh, dass Sterzig noch lebt. Ludge Lane ist immer so, also was oben steht, ist immer die Stadt. Soll ich da hin? Richtig. Und richtig, ne? Richtig. So. Die lässt du liegen. Mhm. Die ist runter. Zum Fahrer, Junge. Immer das Gleiche. Ist immer der gleiche Move. Ein Fahrer. Achso, ich dachte Fahrer. Autobahnfahrer. Guten Tag. Busfahrer. Guten Tag. Bin. Knister, knister. So, guck mal, 3000. Rein? Ja, schön weg damit. Zack, rein? Zack, yo. Die rein? Pfeile auch weg. Acht Gold kriegt man dafür. Geil. Rein.
Auch diese roten Rollen, weg, weg. Die lilanen behalten wir, die packen wir sogar mal in die Truhe. Genau, die Truhe, die steht daneben. Bei geteilt, der erste Stash-Tab. Zack, daneben die, weißt du, schön, ja, sortiert. Was sind das für... Die füllen tatsächlich das Leben und das Mana instant auf, aha, über einen gewissen Wert. Ja, perfekt. Und die kann man sogar kombinieren. Wo gehen wir jetzt hin? Wir warten noch, wir gehen nochmal wieder zurück in die Schlucht. Aber wir warten genau. Noch, Max. Ja. Ich glaube, ein paar Minuten haben wir noch, oder? Wir haben noch 5 Minuten. Ja, siehst du, dann machen wir noch ein Grab und dann... Gehst du wieder... Alter, krass, ey, Sterzig. Ja, das ist halt, wenn man Tank ist... Wo? Ja, Schlucht der Magier gerne wieder. Genau. So, und dann folgst du... Mumba, Junge! Junge, jetzt geh doch wieder in der Herde. Junge, wieder! So bin ich, so wie so ein Renner. Ja, so ich so. Jetzt drückt Tab! Ja, was macht ihr denn? Ja, er. Also, er benimmt sich hier wirklich dumm? Wie so ein Minderbemittelter. Also, so ein fast. Alter, komm. Jetzt drückt wieder Tab! Dumm? Halt doch mal dein Maul. Nee, aber ist ja so. Tab, Junge! Ja, entspann dich doch. Ekelige Fliegen hier. Das ist der Stern, sie steht heute Morgen auf. Heute oh, das rein? Ist original gerade. Da gehen wir ja, nicht rein. Ja, da können wir trotzdem warum rein. Nicht? Das ist scheißegal. Ja? Ist da ein Portal am Ende oder? Nee, müssen wir noch öffnen. Also. Stell dir mal vor, stellt sich entscheidet sich spontan da durchzugehen. Wir gehen jetzt hier rein. Ja? Wir sind schon drin, aber wir machen jetzt auf gar keinen Fall den Endboss. Warum nicht? Doch, oder? Nein, nein! Warum nicht? Warum nicht? Dann gehst du alleine rein, Max. Durch. Wieso Stetzig spielt doch? Ja, der kommt bestimmt mit. Nee. Also nein, Jungs. Vorher beende ich die Folge. Kein Scherz. Egal, ob du jetzt onscreen oder offscreen stirbst. Bist du ja, aber es kann ja keiner beweisen. Dass ja, doch. Doch, mit meiner Aufnahme. Ja. Ja, aber schneide ich raus. Ja, und lade ich hoch. Nee. Nee. Nur so ein Minute Video, wie du einfach nur beweist, dass wie ich er stirbt. Und Kalle daneben so über am Schreien. So. Nimm deine Hände weg! Wer geiler Content. Nein. So, jetzt stellst du dich liefer aber nochmal hier. Komm, ich genau. Bin da dabei. Schau mal drauf. Wer ist er hier? Ich sag. Hab es! Ich krieg sie nicht. Ja, wieder da am Zittern ist. Schön drauf. Sehr gut. Ja, mach das. Sehr gut. Man kann sogar einmal verfehlen. Also es gibt sogar die Möglichkeit, dass du nicht triffst. Ja, deswegen haust du immer so. Oh, da ist einer mit langen Haaren. Ja. Hier unten, der. Machst du mal weg. Schön. Haust du aber rauf, ne? Ja, klar. Oh, du bist wieder stark vergiftet. Ja, ich sehe das. Ich habe das hier unter Kontrolle. Gut. Ja, nu? Wir gehen nochmal rechts weiter. Da gibt's ja noch, da ist ja noch so ein gelbes rechts Türchen. Weiter. Ja, da die. Ja. Dann mach ich mal auf so. Hier. Bei solchen Räumen immer so ein bisschen vorsichtiger, weil da kann jetzt richtig was hinterlauern. Oh. Sag die Geister, die kannst du easy wegmachen. Schätze ich, wie ist denn das eigentlich für dich, dass jetzt dieses Format hier ohne dich läuft und du ersetzt wurdest bei so einem geilen Game? Ist nicht schlimm. ist nicht schlimm. So in seinen Augen sieht man, dass es nicht wahr ist. So eine Träne kullert so runter. Ich find's auch geil, dass ihr extra nochmal in den Titel vom Format schreibt, dass ich nicht dabei bin. Ist geil. Ja, aber es ist ja... Oh, ein Juwel. Ja, ich mach hier gerade die Langhaarigen weg. Ja. Stell dir mal vor, ich bin das. Nee. Nee? Nee? Okay. Ja. Wäre das hier? Nee. Oh, hier sind aber viele Vasen. Und Urnen. Ja, die kannst du schön alle betreten. Urnen. Genau, wieder zurück. Dieses Geklicke, ey. Das hat man früher, glaube ich, echt gespielt, ne? Ja. Das glaube ich auch. Immer so geklickt, weil früher, kennst du noch diese Kugelmäuse von ja, früher? Ja. Die hatten auch so riesige Tasten und die haben so richtig, so eine richtige Feder. Die haben auch Widerstand gehabt. Ja, genau. Heute ist ja alles. Waren wir doch schon. Also. Ja, klar. Ja? Aber wir müssen da zurück, weil der Weg. Ist das Ziel. Ist das Ziel. Erstmal das. Ist das die scheiße Vase? Da bleibt immer für so eine Vase da stehen, ey. Und ich sehe schon alle getriggert gesehen, in den Kommentaren. Das sind Orden! Du hast gesehen, was da drin sein kann. Also. Ja, klar. Die Chance ist halt sehr hoch.
am Ende kriegst du halt so ein legendäres Item, nur weil ich die Phase kaputt habe. Oh, hier ist auch gut was los. Wieder die Langhaar-Männer suchen, Mädel-Leute. Mach die Mädel-Leute. Die leuchten immer so auf. Zack, 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 zack. Einmal einen trinken. Sehr gut. Sehr gut, Max. Max war ja schon. Ja, Max auch. Aber. Oh mein Gott! Oh! Ja, ja, manchmal sind das Traps. Wollen die mal da hinterher jetzt zu lappen? So. Ja, so. Hey, unten flief ich. Gut. Ist doch gar kein Problem! Ist ja gar kein Problem! Ein Problem in not existential. Okay. Ja, wieder geklärt. Jetzt gehen wir den dritten Weg. Klingt irgendwie an, klingt wie so eine rechte Partei. Der dritte Weg. Der dritte Weg. Glaube ich sogar. Gibt es, glaube ich, sogar, oder? Ja, ich glaube schon. Echt? Ja. Alles. Nee, irgendwas dritte, ja, aber Weg? Ich glaube sogar der. Nee, warte mal. Doch, der dritte Weg. Wo konnte man die nicht so hier in Spannung irgendwie wählen oder so? Die hatten auf jeden Fall letztens irgendwie ganz. Also, ich sehe deren Plakate, glaube ich. Oder habe ich gesehen? Ja, die hatten sehr bei der Berlin-Wahl. Die hatten übelste Drecks-PR, weil die irgendwie Baerbock, Laschet und Scholz so Puppen gebaut haben. Trinken, 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 trinken! Oh mein Gott! raus da, runter, runter, runter! Machen ruhig! Erstmal warten, bis es voll ist! Alter! Okay, Konzentration. Nimm den Ghoul, den kannst du wegmachen. Jo, jo, schön draufhauen. Ich sehe nur, wie es droppt! Ich muss mir diese Folge geben. Einfach die Blicke, Kalles Augen in dem Moment. Ich und ich so komplett sehen. Unschuldig. Trink, 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 trink. Einfach nur am Zocken. Ja, ich will dir was erzählen. Und vor allem, Mann, ruhig, Mann, ruhig. So, schön die Vasen zertreten. Einfach nur geil. Ja, war doch mal spannend gegen Ende. Ja, war's das schon? Ist er noch Nee, nee, hier geht's weiter. Wo ist Tamumba? Geh mal zu Tamumba. Nicht alleine jetzt hier. Sonst haben wir ein Problem. Ja, da oben lang? Ey, der Städte jetzt, komm her. Ja, entspann dich. Die Map ist dein Freund. Zack. Schön. Oh, du bist hier ganz alleine gerade, ne? Vorsicht bitte. Ja, Max hilft dir. Einfach draufhauen. Draufhauen. Trinken, 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 trinken! Geh da weg! Eins! Junge, ist das dumm, ey. Jetzt hau den weg! Trinken, trinken, ich öffne irgendein Menü. Trinken, trinken! Ja, ich sehe einfach nur, wie es immer schlimmer wird. Du hast auch nicht mehr viel zu saufen. Wie dein Content, Kalle. Ja, ja, sammelt ja keiner Heiltränke ein? Wir haben gesagt. Was? Schön. So, können wir weitermachen. Ich komme nicht durch. Die Langhaarigen hier, die leben. Oh, drück mal einmal W bitte. Du hast die Waffe gewechselt aus Versehen. W. So. Und dann wieder F1, ruhig. Ja, sehr gut. So, und jetzt bleib mal hier stehen. Hier ist ein Riesenzauber. Oh, okay. Ja, jetzt hat er gerade die Tür aufgemacht. Da kommen jetzt Leute raus. Guck mal, ob du noch ein paar Tränke im Inventar hast. Mach mal wieder den Gürtel voll. Ruhig. Ja. Shift. Ja. Sehr gut. Alter, so viel Loot. Toll. Alles toll. Für mich. So, langt. Weiter geht's. Wir gehen hier nur noch kurz bis zum Ende vom Grab und dann ist vorbei. Oh. Oh, das war nochmal im Schreckensmoment, nicht wahr? Sterzig. Wollen wir auch spannend machen. Oh, Vasen. Geh da rein. Hilf dem Max. Oh mein Gott. Oh. Ja! Eine Tierrune leider. Kacke, oder? Aber immerhin. Ja, ja. Schön rein. Ja, schön weg. Junge, was hier alles noch droppt, Alter, auf dem letzten Meter. Ja, ja. Ich krieg ihn Alter, nicht. Was ist da los? Ist das Sack? Okay, ja, ich suche gerade so das Ende von diesem Gang, dass wir da hier beenden können. Hast du Angst, oder was? Hier machen wir den Sarkophag hier weg. Schneid ihn mal auf. Oh, dein Schwert geht kaputt. Nee. Doch, doch. Nee. Oh, hier ist das Ende. Ja, geil. Geh ich mal durch. Das ist locker heftig. Ja, nochmal clearen. Oh, ja, geh ruhig mit rein. Passt schon. Und wieder die Metal-Leute sind. Soll ich mal aufmachen? Nein! Wie geht das? Einfach drauf? Nicht machen!
Fertig, klick mal da in die Mitte drauf. So, gut. Alles klar, Jungs und Mädels. Das war's so. Ja, kannst du ruhig machen, da passiert nichts. Siehst du, da muss ich was reinlegen. Ja, kannst du mal. Würde ich machen. Machst du nicht. So, Escape. Hey, wir sind doch noch nicht full clear. Doch, doch, wir lassen das jetzt. Wir sind jetzt hier durch. Es reicht. Aber was muss, was muss ich denn da reinlegen? Nichts. Jetzt hör auf. Stop it! Hier, Pfeile lege ich rein. Ja, das war's mit dieser Folge. Hart aber herzig mit Kalle und Sterzig. Und. hör auf jetzt! Schaltet gerne. Ich hau rein. Schaltet am Freitag bei Max wieder ein. Schaut bei Sterzig vorbei. Der macht es war coole super Videos. Spaßig. Danke, Kalle. Und ich hab's überstanden. Also das können wir nicht nochmal machen. Allem, Leute, wir haben überstanden. Ja, hier, komm, hier. So. Gut, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.